Hallo, da sind wir wieder. In der dritten Folge unseres Manga- und Anime-Magazins Sakura auf Massengeschmack TV findet ihr Lisa, die einen ihrer Lieblingsmangas vorstellt, und zwar Osama Game. Dann um Mitternacht kommt eine Nachricht, ja, die Aufgabe wurde nicht erledigt, die Strafe ist Tod durch Erhängen. Es muss, wie gesagt, immer nur die ganze Zeit, pff, klar, als ob man das ernst nehmen könnte. Am nächsten Tag in der Schule sind beide nicht da und erstmal so, wollen die uns jetzt reinlegen, wollen sie uns Angst machen? Aber dann kam der Lehrer in die Klasse und sagt einfach mal, ja, ich habe eine schlechte Nachricht, und zwar, beide sind tot. Michelle ist wieder in der Hentai-Ecke und zeigt uns heute Puppy Lovers. Die Protagonisten haben keinen Geschlechtsverkehr miteinander und auf jeder Seite sind Brüste zu sehen, also ja. Einerseits findet sie ihn auch mega toll, weil er halt so sehr seinen Traum verfolgt, dass er halt später professionell Geige spielen möchte, und sie findet ihn total süß und denkt ständig an ihn und er halt auch an sie, so dass er ständig Nasenbluten bekommt zum Beispiel. Und Volker und ich reden über einen sehr bekannten Ghibli-Film, und zwar Mein Nachbar Totoro. Der Stil ist halt wirklich dieser typische Ghibli-Film. Der ist halt schon ein relativ alter Film, aber trotzdem, man kann sofort erkennen, okay, der ist von dem Studio Ghibli gemacht, der ist von Hayao Miyazaki gemacht. Und dieser Stil ist eigentlich ganz einfach und ganz schlicht und trotzdem hat so einen starken Erkennungswert, dass man sofort weiß, ah, Studio Ghibli. Und das finde ich auch so schön. Dazu starten wir mit einer mehrteiligen Serie über die Geschichte und Entwicklung der Manga-Veröffentlichungen in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung des Klassikers Akira. Ursprünglich angefangen hat es sogar alles noch ein bisschen früher, denn wenn wir zurückgehen bis in die 70er Jahre, finden wir die ersten Produktionen aus Japan im Anime-Bereich im deutschen Fernsehen. Das sind Serien, die eigentlich jeder kennt, von denen man aber nicht unbedingt weiß, dass sie tatsächlich aus Japan, teilweise sogar schon unter Mitarbeit von dem später durch Studio Ghibli bekannt gewordenen Miyazaki, entstanden sind. Und wir haben einen Schwerpunkt diesmal in der Sendung, denn wir berichten von einer großen Convention, der Dokumi in Düsseldorf, und wir unterhalten uns in großer Runde über das besondere Flair und das Reizvolle an Conventions im Allgemeinen. Bist du immer im eigenen Cosplay, wenn du auf die Cons gehst? Oft, ja. Ich muss gestehen, ich fühle mich auch manchmal, wenn ich nicht in einem Cosplay bin, ein bisschen fehl am Platz. Du bist die Ausnahme dann, ne? Ja. Bin ich oft, dann ist man doch oft die Ausnahme. Ja. Nee, wirklich, also keine Ahnung, man fühlt sich dann halt irgendwie, man bereitet sich auch vor, das Cosplay zu machen und denkt man, das ist halt wie so eine Vorfreude auf die Con selber. Ja, klar. Ich hatte auch so oft einfach Lust, das einfach zu machen für eine Con einfach, aber ich bin so schlecht im Nähen und selber machen und... Ja, okay, machen wir das zusammen. Das alles seht ihr ab jetzt in HD oder auch als Podcast auf dem Portal von Massengeschmack.